Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, also ich kann mich noch erinnern, wenn man im Schullandheim als Schüler war und die Lehrer einem irgendwie etwas nicht durchgehen lassen wollten, dann war das letzte Argument, was immer funktionierte in Deutschland, zu sagen, das ist nicht versichert. Und genau das ist eins der Probleme, die wir hier haben. Und deshalb bin ich froh, dass wir das hier heute lösen und trotz einer Reihe von Wortbeiträgen, die mich doch sehr skeptisch stimmen über die Fortschrittstauglichkeit des Bundestages, dass wir doch zumindest jetzt mal an dieser Stelle dieses entscheidende Kriterium rausnehmen bei den hochautomatisierten Fahrzeugen, nämlich es ist dann künftig versichert. Und mich ärgert das persönlich sehr, dass wir ständig in den Medien sehen, dass dann auf einmal das Google-Auto in Kalifornien rumfährt und was da nicht alles für tolle Innovationen sind und dass das nicht pausenlos abgebildet wird eigentlich bei uns. Und deshalb bin ich dankbar, dass wir das Testfeld auf der A9 haben, um selber auch mal ein Schaufenster für Innovationen zu haben. Und dass wir nun selbst dabei sind, auch mit hartem Ringen ein Gesetz auf den Weg zu bringen, dass wir eben nicht das 78. Land auf der Welt sind, wo hochautomatisierte Autos fahren können, sondern dass wir hier vorne sind. Und ich hoffe ernsthaft, dass all diejenigen, die hier vorhin so viele Bedenken genannt haben und Risiken artikuliert haben, dass die irgendwie noch die Kurve zur Innovation hinkriegen. Denn mit dieser Einstellung würden wir heute alle noch mit dem Fahrrad fahren. Wir waren doch die Nation, ich fahre übrigens gerne mit dem Fahrrad, aber selbst gewählt. Wir haben doch vor über 100 Jahren, waren wir die Nation, die wirklich absolut euphorisch war für neue Technologie, die das Auto und andere Dinge erfunden hat. Und manchmal frage ich mich, wo ist der Geist eigentlich geblieben, den wir hier damals mal hatten? Nein, Kollege Bartol hat dazu auch schöne Beispiele geliefert. Und eins davon ist diese Frage der Ethik. Ja, wie soll sich das Auto denn entscheiden? Da steht links die junge Mutter und rechts die alte Dame. Und was ist jetzt die ethische Entscheidung, wenn das Auto nicht mehr anders kann, als jemanden umzufahren? Sie müssten mal eins machen. Reden Sie mal mit Leuten, die Ahnung von Technik haben. Bis ein Fahrzeug in der Lage wird, überhaupt eine Alte von einer Mittelalten, einer jungen Frau zu unterscheiden, wird eine verdammt, verdammt lange Zeit dahingehen. Und wir diskutieren Probleme, die es gar nicht gibt, weil ein Fahrzeug gar nicht in der Lage sein wird, diese Unterscheidungen vorzunehmen. Genau, der Prozess, Kollege Bartol, ist die Frage, ob wir heute eine Liste machen von 143 Problemen und Risiken, die eigentlich gar nicht lösbar sind, weil wir wissen, dass es gar keine Technik dafür gibt, oder ob wir uns jetzt endlich mal darauf konzentrieren, das zu machen. Und ich bin für das Machen. Und ich glaube, dass wir vor allem auch das Thema Daten anders beleuchten müssen, auch gerade als Kollege Kühn das hier beschrieben hat. Denn die Frage ist doch, was wird denn am Ende das entscheidende Kriterium sein in 10 oder in 15 Jahren bei dem selbstfahrenden Auto? Bei mir in Düsseldorf werden viele Leute so ein Ding gar nicht mehr selbst kaufen. Die werden es als Carsharing nutzen, weil es auf Knopfdruck zu einem fährt, das liefert einen ab, man braucht gar keinen Parkplatz mehr zu suchen, ist doch super. So, und die Frage wird dann vielleicht diejenige sein, muss ich mein Auto mit der App rufen und das kommt erst irgendwann? Oder weiß Google so viel über mich, dass das Google-Auto einfach schon vor der Tür steht und deshalb einen unglaublichen Wettbewerbsvorteil hat? Und das beschreibt exakt die Situation im Datenschutz, die wir schon seit langer Zeit haben. Wer in Deutschland eine Firma gründet, ein Start-up oder seinen mittelständischen Betrieb digitalisieren will, der muss sich an unvorstellbare Vorschriften des Datenschutzes halten. Und bei Google und Facebook, da geht einfach alles, ohne dass da ernsthafte Sanktionen und Restriktionen am Ende folgen. Man hört immer wieder neue Beispiele, die einem die Haare zu Berge stehen lassen. Und deshalb müssen wir für Chancengleichheit sorgen und endlich mal aufhören, auch das Thema Daten nur aus der Risikoperspektive zu betrachten. Wir werden mit der Automobilindustrie nur erfolgreich sein, wenn wir auch bei der Datenverarbeitung die Besten weltweit werden. Und daran müssen wir arbeiten. Vielen Dank.